Herausfordernd. Gutes Training einfach, was man sonst nicht hat oder selten hat. Schweißtreibend. Man zahlt keine Vergnügungssteuer, aber grundsätzlich macht es Spaß. Gnadenlos. Und man weiß einfach, jedes Mal kommt eine Runde mehr dazu. Das ist die Sega-Serie. Beim Abschluss und großen Finale der Serie messen sich dieses Wochenende noch einmal knapp 230 Starterinnen und Starter auf 10,8, 14,4 und 18 Kilometer. Tolles Wetter und viele Athleten und Athletinnen wieder am Start und es ist immer wieder schön, so viele Leute hier am Start zu sehen. Im letzten Lauf der Serie geht es noch einmal so richtig zur Sache. 72 Meter Höhendifferenz, die herbstlichen Wetterbedingungen und bis zu 18 Kilometer Strecke. Kein Wunder, dass es da den ein oder anderen im wahrsten Sinne des Wortes zersägt. Immerhin ist die Sega-Serie auch die härteste Cross-Serie in Berlin und Brandenburg. Die Trails, ich mag die Trails. Das schmale, bergauf, bergab, Laub, Herbst, richtig schön. Ja. Die Strecke ist sehr hügelig und hat ganz steile Anstiege. Also es sind echt viele Berge, also man fragt sich, ob man wirklich noch in Berlin ist. Umso größer die Freude und vielleicht auch die Erleichterung, endlich das Ziel erreicht zu haben und sich die wohlverdiente Finisher-Medaille abholen zu können. Und natürlich werden alle Siegerinnen und Sieger der Cup-Wertung, also der Gesamtwertung aller drei Läufe, gebührend geehrt. Ich habe 2020 im Herbst irgendwie noch so einen Wettkampf gesucht, weil halt gar nichts stattgefunden hat. Hat mega Spaß gemacht und ja, seitdem nehme ich jedes Jahr teil, auch immer Goldserie und ja, macht super Spaß. Und wer rastet, der rostet ja bekannterweise und deswegen geht es schon in zwei Wochen mit dem achten und höchstwahrscheinlich letzten Lauf in die Tropen weiter. Unter www.laufinditropen.de könnt ihr euch noch anmelden. Wenn euch aber lieber mehr nach Tegeler Forst ist, dann solltet ihr euch den Herbstwaldlauf Ende November dick im Kalender markieren. Lauf in die Tropen macht einfach Spaß und danach geht's immer ab ins TE. Also Startgeld ist gleich Laufen und kostenloser Eintritt in Tropical Island. Genauso herausfordernd, schweißtreibend und gnadenlos wird es also diesen Herbst auch noch weitergehen. Aber dann mit weniger Säge und mehr Tropen.